Boah, wisst ihr, also es, der russische Streamer, den ich meine, der ist eigentlich kein Streamer. Der ist auch kein Politiker, auch kein Entertainer, der ist, ja, jetzt muss ich aufpassen, jetzt werde ich morgen erschossen, ist halt schlimmer als der russische Streamer. Freunde, willkommen, habe ich es auch mal wieder geschafft, dankeschön. Heute möchte ich ein bisschen was über den russischen Streamer Maelstroy erzählen. Der ist ja auch schon international ein Phänomen, haben wir letztens kurz drüber gesprochen. Was aber dahinter steht, ist körperliche Gewalt, sexuelle Delikte und natürlich auch das Champions League Finale, wo er jeder einzelnen Person, die ein Maelstroy T-Shirt trägt und aufs Spielfeld läuft, $300.000 gezahlt hat. Ja. Ja, schade, dass wir das Video jetzt abbrechen mussten. Ich hab gerade spontane Termine bekommen, ne? Nee, das muss ich machen. Borussia Dortmund International. Chat, wenn ihr mit Streaming anfangen wollt, was gibt's denn da für Optionen? Na, hier Gaming oder so, Klassiker. Okay, Reactions machen nur Versager, okay? Wie wär's mit Omegle, die Plattform, wo du... Das kann ich genauso unterschreiben. Genauso. Du Versager, ja? Kann ich so unterschreiben. Ich fühle mich sofort angesprochen. Und damit hat er mich in den ersten 37 Sekunden und damit hat er mich in den Bann gezogen und damit schenke ich den lieben Kaiser Wiedergabezeit. Und mit Toll, Kamera, super, mit irgendwelchen mich. Zufällig ausgewählten fremden Leuten verbunden wirst und die Möglichkeit hast, sehr viele Glieder zu sehen. By the way, ist das auch der Grund, warum der Gründer nach 14 Jahren die Plattform dicht gemacht hat, weil zu viele Menschen und halt auch explizit Minderjährige halt dadurch belästigt wurden. Und genau das ist der Plan. Maelstroy hat so lange durchgeskippt, bis er bei irgendwelchen Mädchen gelandet ist und die hat er dann dafür bezahlt, dass sie sich während dem Livestream ausziehen. Blöd nur, dass es nicht nur gegen die Streaming-Guidelines, sondern auch gegen die Omegle-Guidelines und gegen die fucking Gesetzes-Guidelines geht, wenn die Personen noch nicht volljährig sind. Allein anhand vom Aussehen wird es nämlich relativ schwer zu erkennen, ob eine Person jetzt schon erwachsen ist oder nicht. Ich meine, das kann ja jedem mal passieren. Also ich sag mal, das ist schon pervers genug, aber jetzt habe ich trotzdem mal eine Frage. Die ist wichtig. Rein hypothetisch, ich wäre jetzt auf der Seite und ich würde, das kann man ja irgendwie privat machen, das muss er nicht auf der Seite machen, wir müssen ja nicht gegen die Guidelines verstoßen, aber ich würde es machen. Würdest du mir dann auch $300 geben? Ich frage nur, wenn das so wäre, schreib mich an, schreib mich sofort an, kriegst ganz viele Brustbilder von mir, kein Ding, ich rasiere mich auch nicht. Blöd nur, dass es nicht nur gegen die Streaming-Guidelines, sondern auch gegen die Omegle-Guidelines und gegen die fucking Gesetzes-Guidelines geht, wenn die Personen noch nicht volljährig sind. Allein anhand vom Aussehen wird es nämlich relativ schwer zu erkennen, ob eine Person jetzt schon erwachsen ist oder nicht. Ich meine, das kann ja jedem mal passieren. Teebeutel. Wütend soll der Rattenfänger dann eines Nachts in die Stadt zurückgekehrt sein und spielte dann erneut ein Lied auf seiner Flöte. Nur, dass diesmal keine Ratten ihm hinterherliefen, sondern die Kinder Slenderman. Das sind Frauen. Jedenfalls hat die Polizei dann seinen PC beschlagnahmt, während er gerade in der Schule war. Und nachdem man für so eine Aktion auch gut und gerne mal mehrere Jahre hinter schwedische Gardinen kommen kann, hat er sich gedacht, okay, ich tippe einfach. Ja, und er hat dann einfach im Ausland... Muss mal kurz hier ergänzen oder richtig stellen, korrigieren, hinter russischen Gardinen, ne? Also, weil wir sind ja... Der wird ja wohl in Russland sein. Versteht ihr den Witz? Nee, ich auch nicht. Gestreamt von irgendwelchen Hotels aus. Was dann im Hintergrund passiert ist, ist nicht zu 100% klar, weil aus irgendeinem Grund hat das Gericht die Anklage einfach fallen gelassen, obwohl er vor mehreren 10.000 Leuten gestreamt hat. Angeblich, weil er zu dem Zeitpunkt selber immer noch minderjährig war und der Richter ihm nicht die Zukunft verbauen wollte und er sich dachte, jo, der wird sich ja sowieso bessern und sowas. Also, guter Fall. Klar, aber wenn du Steuern hinterziehst in Deutschland, ist scheißegal, ob du 10 bist oder 20 bist oder 100 bist, da kommt... Musst du jeden Tag, ich weiß gar nicht, was der Tagessatz ist, 25 Euro, so lange bis du dann halt den gesamten Satz abbezahlt hast. So, und da sitzen dann Leute manchmal 10 Jahre und dann sitzt da jemand wegen guter Führung, ne, der hat 1000 Leute getötet, der kommt dann wegen guter Führung raus. Jo, Entschuldigung, das war jetzt gerade, ich war jetzt sehr emotional, Mann. Aber man muss jetzt irgendeine Art von Shift in seinem Content sehen, weil du kannst halt nicht weitermachen, okay? Aber trotzdem sind in der Zeit viele Online-Casinos auf ihn aufmerksam geworden und haben gesagt, yo, du hast viel Aufmerksamkeit, wir geben dir Cashmash. Das sind ja mitunter die größten Sponsoren oder so, also weißt du, die zahlen halt am meisten Geld, weil sie halt auch am meisten Geld dadurch zurückgewinnen, wenn sie halt Leute da anlocken, ins Casino zu kommen. Und das hat er angenommen. Und angeblich hat er bis zu $1 Million pro Monat umgesetzt, was schon eine heftige Summe ist für einen, keine Ahnung, gerade 18-Jährigen oder was auch immer war, 18-, 19-Jährigen. Das ist, ich habe
mal gerade zusammengerechnet ungefähr, aber das ist ungefähr 999.999 Euro mehr, als ich habe. Das ist schon, wenn ich jetzt mal jetzt kalkuliere und so, ist viel. Eine Million ist schon, kriege ich so Pi mal Daumen, kriege ich eine Woche hin. Und alles, was er gemacht hat in seinen Streams, ist, Leute einzuladen, Prostituierte einzuladen und diese Leute dann mit Geld zu versorgen, damit sie irgendeine Scheiße im Stream machen. Bin ich jetzt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade bei Incognito und Adler so ein... Meistens war am Anfang noch komplett nüchtern und gegen Ende vom Stream halt schon komplett durch. So. Also irgendwo in der Mitte hat er dann noch ein paar tausend Euro im Casino angezündet. Hat der, das ist doch Öl, ne? Der hat sich doch, das ist doch dieser Typ, der, ich glaube, Öl in die Arme gespritzt hat. Das ist saugefährlich. Aber man muss dazu sagen, immerhin, wenn man Öl braucht, man hat kein Öl da, ja, bis Öl. Kannst du rausspritzen. Durch so, also irgendwo in der Mitte. Dein Öl 1000 Euro im aus Casino den Armen. Ja, und das war's dann. Wahrscheinlich mit Geld, was ihm sowieso nicht gehört, sondern Spielgeld. Aber, weißt du, eigentlich kannst du an dem Punkt eh schon machen, was du möchtest. Du bist Anfang 20, du verdienst fucking achtstellig im Jahr. So, das ist einfach, das ist auch der Traum, oder? Das mit den Partys ist nichts für mich, ja. Sag ich euch ehrlich. Aber ich meine, ich persönlich, ich lebe auch meinen Traum, ja? Auf meiner Immermatratze. Eigentlich muss ich überhaupt nicht mehr schlafen gehen, weil die Matratze allein schon ein Traum ist, ja? Ich habe nämlich die Gale Grid und jetzt auch... Ja gut, an sich verdient, also man muss auch mal wieder hier korrigieren, ne? An sich verdient jeder von uns achtstellig. Ihr müsst halt nur nach der zweiten Kommazahl weitermachen. Ihr müsst die Zens weiter ausführen, so genau wie möglich. Da kommt ihr auf achtstellig raus, ne? Flip Plus Matratze geholt, ein absoluter Klassiker, wie ich finde, ja, weil beide Matratzen ergonomisch top sind und einen guten Airflow haben. Das heißt, sie können atmen, ja, aber die Chayas werden die Luft anhalten, wenn du ihnen erzählst, dass Versand und Abholung komplett umsonst sind. Das ist wichtig, weil ich will kein unnötiges Geld ausgeben und deswegen hole ich mir erst dann was, wenn der Urlaubssale startet. Und oh mein Gott, der ist gestartet. Bis zum 3. Juli sind wir immer... Ich habe aber kein Geld für Urlaub. 50% reduziert und das nicht nur bei Matratzen, sondern auch Betten, Polster, Decken oder Bettwäsche. Du bekommst also wirklich alles, was du brauchst, um problemlos einzuschlafen. Außer Just Nero Video. Spaß beiseite, ja, aber wisst ihr, das ist kein Spaß, ihr könnt bitte Code Kaiser nochmal 5% abziehen und das zusätzlich zu dem Urlaubs-Sale-Rabatt, der wie gesagt noch bis zum 3. Juli läuft. Checkt dafür am besten einfach mal den Sale-Reiter ab, vielleicht ist da irgendwas dabei, was man sich ziehen kann. Zum Beispiel einen Höhen- und Festigkeitsverstellbaren Polster. Also da muss ich lieber sagen, ich habe ja das Video gesehen mit dem Pisskissen, da bin ich ein bisschen mehr von überzeugt. Also ich habe selber zu Hause ein Pisskissen, bin Eigenleaser seit 10 Jahren. Ich habe auch, ja, Kaviar-Decke, ne, und nee, da bleibe ich auch. Am Arsch geht, weil der immer, irgendwie blöd ist. Was außerdem top ist, ist, dass du bei den Matratzen bis zu 100 Nächte lang Probe schlafen kannst. Und wenn sie dir dann nicht gefällt, kannst du sie einfach wieder zurückgeben. Oh. Du wirst halt nicht machen. Da muss ich ja mit Windel schlafen. Aber weißt du, du könntest. Erster Link in der Beschreibung, meine Freunde, checkt es gerne ab. Danke nochmal an Emma fürs Sponsoren und jetzt zurück zum Video. Warum mache ich mein Outro? Gute Frage. Wir sind dabei stehen geblieben, dass Maelstrom sich im Stream regelmäßig die Kante gibt, ähnlich so wie die Ehefrau von diesem N'Golo. Allerdings ist das kein Konzept, was nicht auch irgendwie mal Probleme mit sich bringen kann. Und genau das ist auch passiert, als 2020 ein Model namens Alena Efremova in seinen Stream gekommen ist. Das Problem ist, dass Maelstrom eigentlich so der Main Character ist in den Streams und alle anderen machen eigentlich das, was er sagt, weil ich meine, er hat halt das Geld und er gibt ihnen das einfach so, wenn sie sich halt gegenseitig anpissen oder sich die Haare abrasieren und sowas. Alles schon passiert. Alena hat das aber eher weniger. Vor allem die übelst random, hier wird einfach mal so das Geld und er gibt ihnen das einfach so, wenn sie sich halt gegen kräftiger sich Kerl irgendwie, warum? Nee. Ja, und da soll mal einer sagen, dass wir von der Evolution voranschreiten, aber wenn ich mir das hier so angucke und mein Kanal noch dazu, also wir, ne, die Evolution kickt bei uns gerade aber rückwärts rein, aber richtig. Oder sich die Haare abrasieren und sowas. Alles schon passiert. Alena hat das aber eher weniger gejuckt und sie ist halt mit ihm in irgendeine Diskussion gegangen. Ich weiß nicht, worum es geht, weil ich kann kein Russisch und ich krieg das nie wieder aus meinem Kopf, ne? Aber allem Anschein nach hat ihn das ziemlich getriggert und halt zusätzlich mit dem Alkoholkonsum und mit dieser aufgeheizten Stimmung in dem Stream und sowas hat das nicht ganz so gut funktioniert. Импульс — это движение, энергия, передаваемая от одного оппонента к другому.
Das, was danach passiert ist, kann ich auf YouTube nicht zeigen. Ich meine, es gibt Videos davon, aber das ist instant restricted. Er hat sie dann an den Haaren genommen und hat ihren Kopf gegen den Tisch geschlagen und das mehrmals, wodurch sie sich unter anderem auch den Kiefer gebrochen hat. Mestroy wurde logischerweise von ihr angezeigt und während dem Gerichtsprozess hat er sich aber einfach weiter über sie lustig gemacht. Sie wollte nämlich eine Entschädigung von ihm von 10 Millionen Rubel, was ungefähr 100.000 Euro sind, und von dem Gerichtsgebäude hat er dann gesagt, das ist viel zu wenig Geld. Wenn sie 30 oder 40 Millionen Rubel verlangt hätte, hätte ich es auch gezahlt. Am Ende hat ihn das Gericht dann dazu verurteilt, dass er sage und schreibe 1.000 Euro an sie überweist, und das ist halt umgerechnet bei einem 1 Million Euro Verdienst im Monat eine Dreiviertelstunde. Aber er wurde zusätzlich auch zu 6 Monaten Knast oder irgendeiner, weißt du, so Rehabilitation Institution und sowas verurteilt. Und halt während der Zeit hat er obviously auch sehr, sehr viele Zuschauer verloren, auch wegen der negativen Presse. Plus wegen dieser Aktion ist er von allen möglichen Plattformen gebannt worden. Also jetzt ist er gerade noch auf Instagram, Telegram und Kick. Aber ich kann mir gut vorstellen, TikTok, die drücken dann nur ein Auge zu. Er ist also ungefähr wieder bei so 10.000 durchschnittlichen Viewern im Stream gewesen, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber das ist halt trotzdem ein Fünftel teilweise von dem, was er vorher gehabt hat. Und er hat einen Plan geschmiedet. Ungefähr Ende letzten Jahres ist das losgegangen, dass er auf Telegram dann gepostet hat, dass man gewisse Sachen erfüllen kann, um dann Geld von ihm zu bekommen. Und sein Plan war es einfach, dass Leute Memes für ihn erstellen, die dann auf TikTok viral gehen, und für jedes virale TikTok wirst du dann bezahlt. Für 10.000 Likes bekommst du ungefähr 300 Euro und für jede Million Views nochmal 200 obendrauf. Und das hört sich vielleicht nicht so viel an, aber ich meine, das ist schon gutes Geld, wenn du da wirklich ein, zwei, drei virale Videos hast, die dann ein paar Millionen Aufrufe haben. Das ist super. Und das ist auch der Grund, warum wahrscheinlich auch deine Timeline überflutet wurde mit solchen Memes. Lustig. Lustig. Es ist eigentlich so dämlich, aber ich meine, es funktioniert halt einfach trotzdem. Er ist mittlerweile wieder auf so ungefähr 50.000 Average View oder sowas in seinen Streams gekommen. Und er hat so viel Geld damit gemacht, dass er auch tatsächlich Alena wieder zurückgebracht hat in den Stream. Also die Frau, die er eigentlich geschlagen hat, die ist jetzt wieder in seinen Streams aufgetaucht und die verstehen sich anscheinend super. Und das ist halt das Ding. Also eigentlich ist wurscht, ob du ihn magst oder nicht, wenn du halt im Stream am Start bist, dann bekommst du gutes Geld und das ist für viele halt einfach lebensverändernd und deswegen nehmen die das halt an. Jetzt geht's eigentlich nur noch darum, wie groß kann man das ganze Ding machen, und Maestro hat sich gedacht, okay, nachdem die Memes irgendwann mal auch wieder abflachen werden, gehen wir jetzt auf die nächste Stufe, und zwar das ganze Cash, und kauft sich mit diesem Cash einfach alle möglichen Sachen, zum Beispiel für ein iShow Speed Follow auf Instagram hat er ungefähr 300.000 Dollar bezahlt. He just sent me fucking 300k! For a follow, man. Holy shit, bro. This dude is fucking nuts, bro. He just sent me 300k. Gut, ja. Ich werde jetzt mir ein paar Accounts machen und werde den ein paar Followers reindrücken, ne? It's my boy, man. It's fucking Trey, bro. Man, this rag on live, bro. Russia crazy. Hey, look, turn me the fuck up. He just sent me 300k. I swear to God, on God, bro. Beat that 300k, man. Speed game. We out. Hey, Mel. So I was told to send you this video saying hi. I'm not sure why, but, hi. Hey, Miss Troy. Kenan here. Just want to say hello to you. Hope everything is okay. And I hope to see you soon. Ciao. Angeblich hat er ganze 2 Millionen Dollar für ein Follow von fucking Drake bezahlt. 2 Millionen für ein Instagram-Follow, ne? Und auch der Präsident von Litauen hat ihn gegrüßt. Ich meine, an dem Punkt, also was bringt dir das? Und dann gibt es noch Morgenstern. Als erster russischer Rapper, Morgenstern hat einfach 1 Million Dollar bekommen, dass er mit Melstroy streamt. Mein Trust Wallet, pack. Und es klingt halt alles lustig, aber am Ende ist er halt trotzdem noch die Person, die halt Minderjährige dazu gebracht hat, sich im Stream auszuziehen, Leute im Stream geschlagen hat, also gegen den Tisch geschlagen hat, Online-Casinos promoted und einfach nur Leute eingeladen hat, die sich dann fertig machen lassen on Stream. Und ich muss sagen, anscheinend ist es ein funktionierendes Konzept, aber für mich persönlich, ja, sind wir uns ehrlich, es gibt da draußen auch wirklich bessere Streamer. Sondern die Kinder der Stadt. Achso, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch Achso, das ist so ein Wimmelbild, ne? Findet ihr einen guten Streamer oder was? Oh, da muss ich mal kurz gucken.
Ja, ich weiß, das kann man bei mir auch machen. Finde einen guten, ne? Und es klingt halt, ist lustig, aber ich muss halt trotzdem noch die Person, die halt Minderjährige dazu gebracht hat, sich im Stream auszuziehen, Leute im Stream geschlagen hat, also gegen den Tisch geschlagen hat, Online-Casinos promoted und einfach nur Leute eingeladen hat, die sich dann fertig machen lassen on Stream. Und ich muss sagen, anscheinend ist es ein funktionierendes Konzept, aber für mich persönlich, ja, sind wir uns ehrlich, es gibt da draußen auch wirklich bessere Streamer. Ach so, danke. Also du meinst jetzt mich, das lieb. Das ist wirklich lieb. Ich streame aber gerade momentan nicht. Nee, da hab ich Angst vor. Und die Kinder der Stadt. Achso, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir auch gerne ein Like da. Falls ihr das macht, dann werde ich aufs nächste Champions League-Finale mit eurem T-Shirt laufen. Abonniert den Kanal, wenn ihr cool seid. Und damit danke ich mich. Was ist, wenn meine Kollektion unsichtbar ist? Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Alles, ne? Die Hosen und die Socken. Das will ich sehen, dass du mit meinem T-Shirt draußen rumläufst und mit meiner Hose. Das will ich sehen. Da kriegst du auch achtstellig von mir. Du wirst es von mir achtstellig bekommen, wenn du mit meiner unsichtbaren Kollektion draußen rumläufst. Aber, Moment, achtstellig im Centbereich. Ne? Also, du, komm, 1 Euro können wir wenigstens machen. Da kriegst du 1,25 Euro und dann hauen wir noch 5 Stellen raus. 9, 9, 8, 7, 7. Ich habe es gar nicht mitgezählt. Also sind es dann 1,26 Euro. Komm, wir runden 11. Wir runden 11. Ich hoffe, das hat dich gefreut. Und ja, schade, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, leider funktioniert sowas. Und es wird auch immerhin weiter funktionieren. Man sieht es gerade so auf TikTok am besten, dass die Leute, die ohne TikTok nichts machen würden, sich vielleicht den ganzen Tag prügeln würden, jetzt eine Plattform gefunden haben und sich live vor der Kamera prügeln, gucken die Leute. Die haben manchmal so 2, 3, 4, 5.000 Zuschauer, das gucken die Leute. Und das jeden Tag. Jeden Tag. Super. Seid stolz auf euch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt ins Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und schaut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.